Wie gewünscht, kommt jetzt und hier alles Wissenswerte zum neuen Abenteuer von Sonic. Zunächst muss man Sega ein dickes, fettes Lob aussprechen. Eigentlich wollte man Sonic Frontiers anlässlich des 30-jährigen Geburtstages des Blauen Igels bereits im vergangenen Jahr auf den Markt bringen. Sega hat sich jedoch dazu entschieden, die Qualität des Spiels weiter zu verbessern. Aus dem Grund gab man den Entwicklern von Sonic Team ein weiteres Jahr Zeit, um an dem Open-World-Titel zu arbeiten. Mit Sonic Frontiers erwartet uns das erste Open-World-Game um das kultige Sega-Maskottchen. In der Rolle von Sonic erkunden wir die offene Spielwelt von Starfall Island, die in Open Zones mit unterschiedlichen Biomen aufgeteilt ist. Auch wenn hier das Erkunden der Open World im Vordergrund steht, sollen die Action-Adventure-Elemente keinesfalls vergessen werden. Die Story von Sonic Frontiers stammt aus der Feder des Autoren Ian Flynn, bekannt für einige Sonic the Hedgehog-Comics und zwei Episoden der zweiten Staffel von Sonic Boom. Der Erzfeind von Sonic führt mal wieder nichts Gutes im Schilde. Dr. Eggman entdeckt eine uralte Technologie auf Starfall Island und installiert sein KI-Programm Sage, um sich einzuhacken und zu übernehmen. Aber hinter dieser Technologie steckt viel mehr, als ihm bewusst ist. Sonic Frontiers erscheint Ende dieses Jahres vollständig lokalisiert auf Deutsch. Also auch mit deutschen Stimmen. Für alle gängigen Konsolen und den PC.